So, hallihallo, hallo YouTube. Willkommen auf der Krummbach. Ich habe mich nochmal dran gemacht, einen anderen Hof zu bauen. Vielmehr einen vorhandenen Hof. Und zwar den mit der BGA hier unten. Habe ich jetzt nochmal umgebaut, weil das Gelände hier umzubauen ist sehr schwierig. Und da habe ich mir gedacht, warum nutzt du denn nicht einfach den Hof und baust ihn vielleicht ein bisschen um, was so geht. Ja, machen wir jetzt mal kurz einen Rundgang. Das hier oben. Alles so gelassen. Die Silos, klar, die waren schön verbaut hier alles. Das wollte ich natürlich nicht abreißen. Das war bestimmt für den Modder viel Arbeit. Jo. Dann haben wir hier unsere Geräte, kann ich auch zeigen. Wir haben den New Holland von Schnibbel Modding oder wie der heißt. Der geile Trecker hier. Dann den John Deere 7310R. Dann habe ich jetzt hier Wickelmaschinchen, Bänder und dann habe ich mal so ein Bandschwader genommen. Habe ich noch nie benutzt. Mal gucken. Ja, hier Kalk. Ist nichts Besonderes. Ja, dann kommen wir hier runter. Oder wir gehen erstmal hier lang. War ja eine leere Fläche. Hier habe ich für Erdfrüchte rechts und links. Hier habe ich eine kleine BGA hingebaut, die ich finde völlig ausreicht. Außer man will natürlich hier wie so ein Berserker loslegen, dann natürlich die große, klar. Wie gesagt, hier das sind so für Rüben, Kartoffeln. So, und dann kommen wir hier hin. Fangen wir erstmal hier an. Das Lager, Ballenlager hier, habe ich entfernt. So, wie ich jetzt gerade hier drin hänge. Die Halle habe ich extra genommen, weil hier auch ein Mähdrescher gut drunter passt. Da muss man sich nicht da oben so abquälen. Wie gesagt, den Rest hier belassen. Immer für Silo schieben noch einen Radlader. Den finde ich ganz putzig. Die Halle haben wir auch gelassen. Da ist diverse Grubber, Saatmaschine, Mulcher, Flug. Muss ich jetzt nicht weiter erklären, die Marken. Ich weiß nicht, ob damit jeder was anfangen kann. Ich bin da nicht so... Ja, und dann sieht man im Hintergrund schon, was wir gebaut haben. Und zwar habe ich den Buchstall hier weggerissen. Das ist jetzt MA7 Gebäude. Gehen aber auch andere Kuhställe noch hin, wenn jemand einen anderen möchte. Nur, da müsst ihr halt mit dem Boden viel arbeiten. Das ist halt sehr schwer hier. Und ich habe mir dann noch Schafe hinzugenommen. Auch von MA7. Finde ich mega geil, das Ding hier. Deshalb hatte ich mir das damals gekauft. Das sind aber gekaufte Sachen, ne? Also auch nicht aufregen, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich verurteile keinen. Ich habe sie selber. Wenn einer sie nicht mag, auch nicht schlimm. So, dann haben wir hier ein Ballenlager. Achso, ich fand zwei Essen. Ballen und Paletten und sowas alles. Weil ich das ja hier vorne weggenommen hatte. Ne? Jo. Dann können wir hier rumfahren. Wie gesagt, mit den
Maltool, was es hier so gibt, was der Modder hier verbaut hat, ist sehr wenig. Schade eigentlich. Weil hier sind verschiedene Gräser verbaut. Die kriegst du hier nicht hin mit dem, was es hier so gibt. Ja? Das ist halt sehr wenig. Landscaping. Das ist halt, da kann man halt nicht viel mit anfangen. Und bei den Pflanzen, die sind halt höher als die kleinen hier. Sieht man ja. Und das finde ich sehr schade. Und das andere ist noch höher, glaube ich, die Wiese. Büsche sind eigentlich genug drin. Das würde mich, Bäume sind auch okay. Aber hier beim Malen wäre es schön, wenn der Modder das vielleicht noch ändern könnte. Ja. Wie gesagt, wir kommen hier raus. Also hier kann man rumfahren. Den Weg habe ich noch neu gemacht. Da kommt man dann wieder auf die Straße nach oben. Hier hinten braucht man im Prinzip nichts groß anzufahren, außer wenn wir hier anliefern tun. Die Tiere. So, dann habe ich das hier hinten. Kann man auch runterfahren. Und hier halt in die in den Stall. Ich habe hier einen Zaun drumherum gemacht. Natürlich nicht so riesig wie die vorhergehende Weide. Fand ich ein bisschen zu groß. Ist aber immer Geschmackssache. Die Halle da unten, die habe ich jetzt eingekreist, da ich noch ein Tor hingesetzt. Da ist jetzt nichts weiter. Hier. Das habe ich so gelassen. Den Weg auch hier unten mit dem Grün, weiß ich noch nicht genau, ob ich das so lasse oder... Ja. Das haben wir alles so hingekriegt. Ist zwar alles ein bisschen eng hier. Ich hatte den erst weiter hier vorne stehen, da kommt die Mistplatte aber nicht, die wollte ich auch nicht abreißen, weil ich die auch sehr schön finde hier, wie die eingearbeitet ist. Deshalb musste ich den Stall hier ziemlich weit vorziehen. Deshalb sind wir hier auch auf dem anderen Gülle-Dings. Ich habe aber ausprobiert, wir kriegen hier die Gülle raus. Ups. Also da, das ist ein bisschen tricky. Mit dem Stall zumindest, weil der hier noch das Gülle-Depot, sag ich mal, hinten dran hat. Aber man kommt hier dran, man kriegt hier Gülle, von daher. Und der Mist ist auch da, wie man sieht. Das hatte ich schon ausprobiert. Ja, hier bei dem sind noch Kälber mit dran. Die kann man hier aktivieren. Steht auch da, kümmere dich um deine Kälber. Ja, und das war das Beste, was ich rausholen konnte. Wie gesagt, man kann auch woanders bauen. Ich habe mir auch ein paar Videos angeguckt von anderen Spielern, die hier 3 Tage fast den Berg umgegrabbelt haben, gebaut und gemacht, weil die Höhen sind hier schon ein bisschen problematisch, dass man hier bauen kann. Das ist halt sehr schwer. Und ich wollte jetzt nicht das Gelände verhauen. Und deshalb, ich hatte ja, wie gesagt, schon mal einen Hof gebaut. Hier ganz hier hinten. Hier auf der 61. Auf der 60, glaube ich. Da geht's, da ist es nicht ganz so extrem. Ich weiß, ein Kollege hat hier unten gebaut. Der da mehrere Tage dran, das Video habe ich gestern geguckt. Ja, und andere haben sich auch schon versucht. Mehr oder weniger, wie auch immer. Ich habe es jetzt so gemacht. Ich finde das eine bessere Lösung für mich. Ich denke, damit komme ich klar, damit kann ich spielen.
Ja, und das, denke ich mal, soll es gewesen sein. War gleichzeitig Hofvorstellung mit Einrichten. So. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wie immer in den Livestreams oder auf meinem YouTube-Kanal. Da kommen halt die Videos hin. Und dann würde ich sagen, tschüss und danke fürs Zuschauen. Fürs Liken und fürs Abonnieren natürlich auch. Tschüss.